Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser. Mein Name ist Konrad Huber und ich bin seit 2001 berufsunfähig sowie erwerbsgemindert. Ich weiß somit aus eigener Erfahrung, was es heißt, Frührenten und Schwerbehinderung erfolgreich zu beantragen. Trifft eines oder mehrere der folgenden Vorhaben auf Sie zu? Beantragung von Erwerbsminderungsrente in der gesetzlichen Rentenversicherung? Beantragung von Unfallrente in der gesetzlichen Unfallversicherung, sprich Berufsgenossenschaft? Beantragung von Berufsunfähigkeitsrente in der privaten Berufsunfähigkeitszusatzversicherung, Beantragung von Schwerbehinderung beim Versorgungsamt. Wenn eines oder mehrere dieser Vorhaben auf Sie zutrifft, dann sollten Sie hierbleiben und weiter zuhören und natürlich mitlesen. Die meisten Antragsteller machen 10 gravierende Kardinalfehler bei der Beantragung von Erwerbsminderungsrente, Berufsunfähigkeitsrente, Schwerbehinderung. Kardinalfehler 1: Keine oder mangelhafte Vorbereitung des gesamten Antragsvorhabens. Kardinalfehler 2: Kein rechtzeitiger Abschluss einer Rechtsschutzversicherung vor Verfahrens- bzw. Antragsbeginn. Das heißt, die Mindestwartezeit beträgt hier mindestens 3 Monate. Kardinalfehler 3: Keine rechtzeitige Mitgliedschaft im VdK oder in einem anderen Sozialverband mit Sozialrechtsschutz für die Mitglieder, und zwar bereits außergerichtlich. Je später die Mitgliedschaft begonnen wird, umso höher können im Auseinandersetzungsfall vor Gericht die Zusatzkosten ausfallen. Kardinalfehler 4: Keine aktualisierte, ordentliche, übersichtliche, aussagefähige Krankenakte. Kardinalfehler 5: Keine aktualisierte, tabellarische, ordentliche, übersichtliche, aussagefähige Krankengeschichte. Kardinalfehler 6: Kein aktualisiertes, ordentliches, übersichtliches, aussagefähiges Beschwerdenübersichtsblatt. Kardinalfehler 7: Keine aktualisierten, aussagefähigen, glasklaren Schmerzfragebogen. Kardinalfehler 8: Kein aktualisierter, aussagefähiger, glasklarer Gesundheitskomplettfragebogen PHQ-D. Kardinalfehler 9: Keine aktualisierten, aussagefähigen, glasklaren, unwiderlegbaren Arztberichte. Kardinalfehler 10:
Anträge werden ohne Hinzuziehung eines kompetenten Rechtsbeistandes bei den Versicherungsträgern eingereicht. Fazit: Bereiten Sie Ihre Antragsvorhaben mit Unterstützung meines privaten und unabhängigen Hilfs- und Infoportals gründlich vor und bringen Sie Ihren Antrag konsequent auf die Erfolgsspur. Bitte beachten Sie: Jedes Einzelschicksal, jeder Fall ist anders. Nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten auf meinem privaten und unabhängigen Hilfs- und Infoportal wie viele andere bereits vor Ihnen und machen Sie von Anfang an keine halben Sachen. Verzichten Sie auf keinen Fall auf die rechtzeitige Hinzuziehung eines kompetenten Rechtsbeistandes. Auf Wiedersehen auf www.erwerbsminderungsrente.biz. Alles Gute und viel Erfolg, Ihr Konrad Huber.